Akolyt, ich habe eine Nachricht für dich. Aufseher Tremel kann ich den Weg der Sith lehren, aber nicht alle ihre Fähigkeiten. Dafür gibt es Spezialisten in der Akademie. Aufseher Tremel wünscht, dass du sie aufsuchst und so viel wie möglich lernst. Das reine Blut in euren Adern verleiht euch einen attraktiven Teint. Um eine Frau reinen Blutes auch nur zu berühren, musst du ihr beweisen, dass der Geist der Sith durch deine verunreinigten Adern fließt. Eine Sith-Frau respektiert nur Macht. Nun geh. Vielleicht hast du eines Tages genug gelernt, um mich zu beeindrucken. Oder gar zu töten. Du findest die besten Ausbilder im Archiv der Akademie. Du wirst in Kürze dort erwartet. Er hat gesagt, ich bin unrein. Meiner hat gesagt, mir ist schleierhaft, wie ob man jemanden wie dir überhaupt noch was beibringen kann. Kann sie töten, ich will sie töten. Aber den anderen auch bitte. Der ist auch total herablassend. Kniet nieder. Machen die das nur bei dir? Also bei mir, wenn ich durchgehe, knien sie sich nieder. Bei mir nicht. Ich weiß nicht, da? Sie knien. Muss ich die Treppe hoch? Ich denke mal, du hast auch jetzt, dass du mit deinem Ausbilder reden musst. Die sind oben im ersten Stock. Okay, in diesen Räumlichkeiten werde ich mich auf jeden Fall verlieren. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Zeigt keine Gnade. Neue Fähigkeit, Level 6. Ich hab wieder so grüne Wand. Wenn du rechts oben auch nur noch deine lilane Quest hast, dann ist das deine Klassenquest jetzt. Musst du auch hier rein, oder? Meine Quest ist wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Halle. Okay, bis gleich. Hallo Akolyt, wartet einen Moment. Lasst mich euch ansehen. Ihr seid also Aufseher Tremels Geheimwaffe, was? Schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich fürchte, der alte Mann hat einfach zu lange gewartet. Ich bin Vemrin, und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Pff, wie er schon eine Verletzung im Gesicht hat, Herr Schwächling. Es wäre ein Fehler, mich wütend zu machen, Vemrin. Ihr werdet überrascht sein, aber eigentlich versuche ich, euch vor dem Tod zu bewahren. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt zu schwach, zu spät. Das ist lächerlich, Vemrin. Töten wir ihn einfach und verstecken wir seine Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmorra, Dolgis. Hier gibt es Regeln, Traditionen. Wir überlassen die Spielchen Aufseher Tremel und seiner letzten erbärmlichen Hoffnung hier. Nicht jeder kann gut mit Leuten umgehen. Ihr seid nicht lustig, sondern einfach nur erbärmlich. Und ich habe euch gewarnt. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vemrin. Hört gut zu, nutzloser Wichtigtuer. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen. Aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Das ist die letzte Warnung. Vemrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr.
Gut, du bist zurück. Du scheinst unversehrt zu sein. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Hoffentlich ist sie durstig. Ich werde sie tränken. Vater, was soll das? Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit 6 Monaten hier. Ich habe meine Gründe, Eskela. Du wirst niemandem auch nur ein Sterbenswort davon verraten. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Akolyt, das ist Eskela, meine Tochter. Sie gehört bereits zu den fortgeschritteneren Schülern und ist schon bald ein Sith, wenn sie Acht gibt. Ich werde über deinen neuen Schützling Schweigen bewahren, Vater. Aber ich werde nicht da sein, wenn deine Pläne aus dem Ruder laufen. Kümmere dich nicht um sie. Sie ist nur wütend, weil ich Geheimnisse vor ihr habe. Sie bellt, aber sie beißt nicht. Ich habe Vemrins Stimme aus dem Nebenraum gehört, bevor du hier eingetroffen bist. Hat er schon so früh zuschlagen wollen? Er hat sich mir nur vorgestellt. Wenn er dich nicht angegriffen hat, dann ist ihm noch nicht klar, welche Bedrohung du für ihn darstellst. Ausgezeichnet. Trotzdem hatte ich gehofft, dass uns mehr Zeit bleibt. Vemrin schnüffelt nicht allzu lange herum, bevor er zubeißt. Die Zugangsvoraussetzungen für die Akademie wurden entschärft, um mehr Schüler zu gewinnen. Nun wird jeder zugelassen, der empfänglich für die Macht ist. Vemrin ist ein Halbblut, die unsichtbare Pest, die das Fundament des Imperiums auffrisst. Er darf nicht weiterkommen. Warum haltet ihr ihn nicht selbst auf? Unglücklicherweise konnte Vemrin die Aufmerksamkeit von Darth Barras, eines der einflussreichsten Sith-Lords, für sich gewinnen. Er wird darauf vorbereitet, Barras neuer Schüler zu werden. Als Schüler von Darth Barras stünden Vemrin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Er könnte die Sith in den Ruin führen. Du musst sofort mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du sollst 3 Gefangene im Akademiegefängnis verhören und über ihr Schicksal entscheiden. Betrachte die Geschichten der Gefangenen sorgfältig. Deine Urteile werden genauestens untersucht. Lass dich von deiner Leidenschaft führen. Schick deine Reinigungskraft, wenn ich fertig bin. Da drüben sind die Sklavenpferche. Dort gibt es Schrubber. Begib dich zum Akademiegefängnis und sprich dort mit Kerkermeister Nash. Kehre zu mir zurück, nachdem du über die Gefangenen geurteilt hast. Nairobe oder Brustkorb? Hat er uns auch neu übergeben? So, die ziehe ich dann auch gleich an. Zack. Ja, passend zu der Hose, würde ich sagen. Zu der Hautfarbe. Jetzt bin ich etwas zu viel rot. So, wir gehen mal Fähigchen suchen, wo die geblieben sind. Also ich stehe jetzt schon vor meiner nächsten Sith-Inquisitor-Phase. Hinten drin beim Gefängnis. Ja, wo ist das Gefängnis? Also ohne die Minimap ist hier verloren. Also da hinter mir ist meine nächste Klassenphase. Hier rein? Genau. Gut, hier habe ich nicht. Mit, wenn das geht, oder geht das? Das wird gehen. Na, dann springe ich mit rein. Aber hier nebendran ist auf jeden Fall noch eine Sith-Krieger-Phase. Musst du nicht auch da irgendwo rein? Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, mach mal so wie vorhin in der Kammer. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Ihr, ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben.
Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Wir sollten zur Sache kommen. Das lässt sich machen. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet, ihr vollzieht die Strafe. Ich möchte mich einfach nur amüsieren. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Ihr hofft also auf blinde Gnade. Wisst ihr, wo ihr seid? Das müsst ihr mir nicht sagen. Hier gibt es so etwas wie Gnade nicht. Ich weiß, wie diese Geschichte endet. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war und ich weiß nicht, wer mich angeheuert hat. Ich will alle Details eurer Operation erfahren. Welche Waffe habt ihr gewählt? Ich habe ihn nicht ausgeschaltet. Ich wurde geschnappt, bevor es soweit kam. Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf? Was wählt ihr? Sie verdient es zu sterben. Ich erledige sie hier und jetzt. Fühlt euch wie zu Hause. Bringt es hinter euch. Sie begegnete ihrem Ende sehr gefasst. Am Boden zerstört hätte sie mir besser gefallen. Bitte, ich bin ein Sith wie ihr. Erspart mir so ein schändliches Ende. Gewährt mir einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Ich möchte einen Namen hören. Na los! Dieser Haufen Elend ist Devotek. Einst ein angesehener Sith-Kämpfer. Bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte und wegen ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient. Dann ein Fehler und sie warfen mich fort. Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen. Bitte lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Ich werde euch einen Wunsch gewähren. Ein Krieger sollte im Kampf sterben. Ihr habt meinen Dank. Das sollte unterhaltsam werden. Er hat keinen wirklich starken Gegner abgegeben, was? Die Folter und sein fortgeschrittenes Alter hatten ihn geschwächt. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamna lebek. Euer Gefasel findet kein Gehör. Gesteht und die Folter wird aufhören. Karipaka yang naya, harakam serk mera. Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamna lebek. Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise. Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Ich denke, in dem Fall sollten wir ihn freisprechen. Lasst ihn gehen. Mamni lebek bak manuk. Meraka najaki namabamyak.
Freiheit, hä? Das ist mal was Neues. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Kehrt zu Aufseher Tremel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält. So. Dann bin ich mal fertig und gehen wir zurück wieder hier raus. Ja, und ich wäre schon erwartet. Ja, diesmal habe ich länger gebraucht, ne? Ja, diesmal bist du zu spät. Ich soll zum Aufseher zurück. Dasselbe sieht bei mir so aus. Ich muss auch zu Aufseher Harkun zurück. Okay. Diese neuen Rekruten sind wertlos. Angeber, Kinder, Sklaven. Nicht mal ein Feind. Nicht stark genug für die Gräber. Dafür habe ich gesorgt. Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Wechseln wir das Thema. Deine Prüfung im Gefängnis. Lass uns über Solenz, die Attentäterin, sprechen. Sie wollte einen imperialen Spion ausschalten, wusste aber nicht, dass sie für die Republik tätig war. Du hast sie kaltblütig ermordet. Wieso? Sie hat den Auftrag vermasselt. Ich dulde keine Fehler. Natürlich nicht. Aber man kann immer Kapital aus den Fehlern anderer schlagen. Verschwende nie ein potenzielles Werkzeug. Eine ausgebildete Attentäterin, die Stärke und Amoralität bewiesen hat? Das Imperium hätte sich ihre Fähigkeiten zunutze machen können. Kommen wir zu Devotek, dem gescheiterten Krieger. Warum hast du seinem Wunsch nach einem Kampf entsprochen? Ich habe es aus Respekt vor seinen Diensten getan. Er war einst ein starker Krieger. Wir haben keine Zeit, um vergangene Taten zu würdigen. Devotek verbrauchte nur unnötig Platz. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, sollte man es entsorgen. Merkt ihr das? Kommen wir zum letzten Gefangenen, dem Fälscher. Ihn freizulassen war mehr als fragwürdig. Erkläre dich. Ihn zu töten oder in Gefangenschaft zu behalten, wäre sinnlos gewesen. Es hätte uns nichts gebracht. Unschuldig oder nicht, er besitzt jetzt direkte Kenntnisse unserer Einrichtungen und Methoden. Er ist ein potenzielles Risiko, wenn er frei durch die Galaxis streift. Du musst immer alle Seiten betrachten. Neben einem starken und talentierten Schwertarm wirst du Darth Barras damit am meisten beeindrucken. Du hast in allen Situationen den Weg des denkenden Sith verfehlt. Wenn wir Vemrin in den Augen von Darth Barras ernsthaft verdrängen wollen, musst du schnell dazulernen. Ich werde mich steigern, Aufseher. Versprochen. Das musst du auch. Sonst bist du erledigt. Merk dir das. Weil ich dich vorzeitig in die Akademie geholt habe, wird Darth Barras dazu geneigt sein, streng über dich zu urteilen. Und streng bedeutet in diesem Falle tödlich. Wir müssen nun mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du darfst nicht bemerkt werden, bevor wir nicht bereit sind. In den Höhlen von Marka Ragnos Grab befindet sich eine Bestie, die er zum Schutz seines Vermächtnisses zurückgelassen hat. Begib dich dorthin, setz dich zwischen die Flammen und warte dort auf die Bestie. Endlich kann ich Gewalt anwenden. Halte dich nicht zurück. Diese Kreatur bringt nichts als Unheil. Begib dich erneut ins Tal der dunklen Lords und finde Marka Ragnos Grab. Wir sehen uns, wenn die Bestie tot ist. Viel Glück. Also, ich finde es gerade sowas
von unfair. Während dieser Schickimicki-Fon als Akolyt in die Bibliothek muss und ein paar Texte übersetzt, muss ich in das monsterübersäte Grab und dort irgendein Holocron rausholen, was seit 1000 Jahren noch niemand geschafft hat zu befreien. Aber er kann in die Bibliothek gehen und ein bisschen lesen. Schicksal. Naja, deswegen ist er wahrscheinlich auch so verweichlicht. Die haben sich doch jetzt auch bei dir hingekniet. Na, ja, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Also ich bin gerade hinter dir durchgelaufen, da haben sie sich auf jeden Fall hingekniet. Dann komm ich jetzt auch raus. Ja. Ich habe eine neue Waffe gekriegt. Mir hat man so ein komisches kleines Teil hier, gell? Fokus. Ja. Und ich habe noch einen erheblichen Erfahrungsschub. Bis zum nächsten Mal, meine Imperialen. Macht's gut, bye.